Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Was hat er denn überhaupt? Vielleicht nur eine Gehirnerschütterung. Halb so schlimm. Okay, Herr Lehrer. Oder doch lieber Herr Doktor? Warum rufst du nicht um Hilfe? Vielleicht hört dich ja jemand. Wow, darauf wäre ich nie gekommen. Oh, Hilfe rufen, ja nie, ist klar. Danke, Herr Lehrer. Hey, Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst, kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Scheißteil, verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Fuck! Wo ist mein Handy? Jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, du lebst. Daniel? Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Hey Taylor, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum.
Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Stimmt nicht. Wenn wir bleiben, kommt früher oder später jemand hier lang. Was ist dein Problem? Alles gut, okay? Ich gehe einfach nicht gerne im Dunkeln spazieren. Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Hast recht. Gehen wir. Ich komm mit. Ich hab recht? Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Boah, dieser Fahrer haut einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht wusste er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Hey, Daniel! Hey, ihr! Ich hab einen Namen. Wie schlagt ihr euch da unten? Der Weg ist echt übel. Aber uns geht's gut. Dieser kleine Umweg ruiniert meine Klamotten. Das ist das Schlimmste? Deine Klamotten sind hin? Echt? Hey, die Sachen kosten bestimmt mehr, als du im Leben verdient hast. Ich hab genug Geld. Keine Sorge. Von Geld will sie sicher noch mehr hören. Hey, was ist hier los? Nicht viel, will sie nur bei Laune halten. Daniel! Hast du dein Handy? Ich habe überhaupt kein Signal. Ist wohl beim Unfall runtergefallen. Warten wir die ganze Nacht hier? Wir gehen weiter. Tschüssi. Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Ich glaube nicht. Das solltet ihr beide kennen. Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr lese ich. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Ein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Also, was jetzt? Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Na, Little Hope natürlich. Na, das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit.
Okay, Herr Lehrer, erspar uns die Geschichtsstunde. Hier ist was Schlimmes passiert. Vor langer Zeit. Und du willst uns davon erzählen? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Ich laufe mich gerade erst warm. Willst du noch mehr? Versuch's mal mit Höflichkeit. Von Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Darauf muss ich ja wohl nicht antworten. Schluss jetzt. Deine Streitsucht braucht hier wirklich keiner. Das geht dich überhaupt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Okay. Ich glaube immer noch, das Schlaueste wäre, wir blieben zusammen. Du wirst noch froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, wenn wir dich mit unserem Taxi retten. Verlaufen? Nein! Wir sind zurück. Was ist hier los? Irgendjemand will uns wohl verarschen. Schau an, erst verliert er sein Gesicht, dann die Orientierung. Was meinst du damit? Dass du verrückt bist. Unmöglich. Hey, ich weiß nicht, was du uns beweisen willst, aber wir haben Besseres zu tun. Daniel! Hey, hey, Vorsicht! Pass auf! Lass den Scheiß und sag mir, was hier abgeht! Wir gehen jetzt zusammen. Langsam wird es echt lächerlich. Vergib mir. Was? Ich bin noch weggelaufen. Ich flippe aus. Wir sitzen fest. Ich verstehe das nicht. Sie hat recht. Wir sind echt von euch weggelaufen. Wieso sind wir dann wieder hier? Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, okay, ich komme. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Na, glaubt ihr mir jetzt? Ich hab's euch doch schon gesagt! Wir sitzen fest! Wir kommen hier nicht weg! Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich habe auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid! Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg und zwar nicht klar denken. Seid ihr nicht auf? Warum? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft.
In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... naja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es da Freibier. Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Angela hat uns durchschaut. Das merkt man. Müssen wir das jetzt ausdiskutieren? Haben wir heute nicht andere, größere Probleme als das? Das ist wichtig. Für mich jedenfalls. Ich sag's dir. Angela weiß von uns. Sie weiß es. Worüber habt ihr geredet? Sie hat herumgeschnüffelt, so wie immer. Was genau hast du ihr vorhin erzählt? Ganz ruhig. Hab nichts verraten. Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Nicht mehr lange. Versprochen. Kann ich irgendwas tun, um dir zu zeigen, dass ich der Richtige bin? Zeig mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dass du für mich da bist. Holen wir die anderen ein. Stehen wir hier nur rum oder gehen wir rein? Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest, dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschicht. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Das kommt gerade recht. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Das geht schon. Ich hab sonst nichts mehr. Auf Besuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Was tun Sie hier ganz allein? Sie haben sicher gute Gründe, hier zu sein. Oder? Ja, ich habe meine Gründe. Gibt's hier ein Telefon?
Wir würden gern mal telefonieren. Die Leitung ist schon seit Jahren tot. Vielleicht gibt's in der Stadt noch eins. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Na, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Du reißt dich wohl nie von dir los. Na und? Wenigstens such ich einen Ausweg. Was machst du? Nur eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Okay, etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Jetzt Triple 20. Ey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Mist! Wirklich interessante Geschichte. Da war mal was, ich erinnere mich. Fabrikschließung und so. Das glaube ich nicht. Die sehen uns so ähnlich. Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Nach Little Hope zu gehen, ist die einzige Option. Da bin ich mir nicht so sicher. Wo sollen wir sonst hin?
Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wir kriegen das hin. Wie dieser Nebel auftaucht, das ist nicht normal. Was zur Hölle soll das sein? Das wurde doch extra gemacht. Eine Warnung vielleicht. Oder vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist, es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Ich hab genug gehört, danke. Bist du abergläubisch? Ich hab nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Ich bin nicht abergläubisch, aber was dieser Nebel mit uns macht... Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Hey! Kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig! John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig! Hey, wartet auf uns! Was war das? Hey, schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Mein Herr. Wer bist du? Wie heißt ihr, gnädige Frau? Angela. Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit!
Komm, spielt mit mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher! Hier seid ihr! Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Geht es euch gut? Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Wie bitte? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. In Maßen ist ja alles gesund, aber... Oh, wie dumm diese Sterblichen nur sind. Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des... Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl in der Bar. Er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer.